Moin, ich bin Zeidelis und nach einem halben Jahr gibt es endlich mal wieder ein neues Video von mir. Das Ganze hat ein bisschen gedauert, aber es gab auch gute Gründe. Erstens, meine Kamera war kaputt, aber jetzt habe ich endlich eine wunderbare, schöne neue Kamera und freue mich wirklich darauf, neue Videos zu drehen. Dann sind wir umgezogen. Ihr seht es vielleicht, es ist nicht die gewohnte Umgebung, wo ich filme. Wir sind in ein altes Bauernhaus gezogen und mussten dort super viel renovieren. Da war überall alter Teppich drin, alte Teppichböden, alte Gardinen und ganz viel alte Möbel noch. Das musste alles raus und das hat natürlich alles seine Zeit gedauert. Aber jetzt bin ich langsam endlich hier angekommen, in meinem kleinen neuen Atelier, was ich euch gleich auch einmal kurz vorstellen werde. Das Atelier liegt oben in dem Bauernhaus und es ist wirklich ein ganz zauberhafter Ort, denn eins der Highlights ist dieses riesige Fenster mit Blick auf den Wald. Und es ist wirklich ganz still hier in der Gegend. Man hört meistens nur das Rauschen der Bäume. Und wenn der Wind hereinkommt, dann nimmt er irgendwie alles Schwere so mit sich und lässt mein Klangspiel klingen. Das ist ja ein zauberhafter Ort, den wir hier gefunden haben. Und diesen Ort möchte ich gerne mit euch teilen, weil ich habe jetzt den Platz, um Kunstkurse anzubieten. Ihr könnt gerne mal einfach auf meiner Webseite nachgucken, die ist unten in den Shownotes verlinkt. Und ja, hier ist einfach super viel Raum zum Kreativwerden. Ich habe mehrere Staffeleien, ganz viele verschiedene Materialien, die ausprobiert werden können. Von Aquarell, Pastell, Acrylfarben, selbstgemachte Naturfarben. Bis hin zu Tonarbeiten oder Linolschnitt. Hier ist wirklich vieles möglich. Neben dem Malen habt ihr auch die Möglichkeit, mit mir zusammen eine Kakaozeremonie zu machen. Ich finde, so eine Kakaozeremonie erdet einen immer und holt einen einfach ins Hier und Jetzt. Wir benutzen dazu Rohkakao von Kakao Mischa. Den habe ich euch unten auch einmal verlinkt. Und ich finde es einfach eine super Möglichkeit, sich mit seiner Kreativität zu verbinden. Vielleicht sieht man sich ja einmal bei mir im Atelier. Die Infos dazu findet ihr auch unten in der Beschreibung. Ja, so sieht es aus, mein kleines Atelier. Und ich habe es auch schon eingeweiht und ein Bild gemalt. Und dazu könnt ihr jetzt das Speedpaint gucken, wie dieses Kunstwerk entstanden ist.
Spaß an dem Video. Konntet einen kleinen Einblick in mein Atelier gewinnen. Und jetzt freue ich mich, von euch zu hören. Wie fandet ihr das Bild? Wie findet ihr das Atelier? Und habt ihr vielleicht Lust, mal einen Kunstkurs bei mir zu machen? Schreibt es doch in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.